und Zurückreisende. In der letzten Folge haben wir doch mehr geschafft als gedacht. Ich habe die Planetenkarte aktiviert, das hat uns bald eine Tafel beschert für den Lebensübersetzer und wir haben ja auch noch Moldurine, beides auf einmal. Als erstes werden wir uns mal zu dem Quest begeben. Vielleicht finden wir dadurch sogar auch ein Portal. Oh Gott, Sprung. Oh Gott, ich sehe gar nichts. Oh. Ah. Daneben. Wir müssen mal. So, mal sehen. Also wir können ihn leider nicht ein zweites Mal ansprechen. Lerne Worte. Dann werden wir. Vielleicht gibt es da wieder Steine zum Lernen der Wörter oder eine Kiste, die wir ausgraben können. Mal gucken. Ah. Oh. Oben ist echt nicht so krass. Da sieht man. Oh Gott. Direkt am Abgrund geparkt. Auch kein. Ah, doch, hier sind. Nein, so. Uns die Ruine an, dann haben wir wieder was zum Ausbuddeln. Können das dann auch verkaufen.
Wechselanzug machen wir natürlich wieder auf den anderen Planeten. Mit den Stürmen echt. Beiden. Drei Schlüssel sammeln und dann. Ziel erreicht. Echt oder? War da. Muss raus. Oh, nein. Hm? Ah, gut. Gerade so geschafft. Oh nein, nicht wieder rein. Echt jetzt? Ah, nichts mehr. Eine Ruine schlechter. Geben. Was ist denn jetzt hier eigentlich? Den Außenposten. Außenposten entdeckt. Die Aufgabe doch mal. Noch kalibrieren. Wieder nur so ein ungefährer Standort. Aber es ist eine Insel, müsste heute recht einfach finden sein. Was noch? Oh, ist ein Gebäude. Aha, oh nee, nein, oh. Oh. Das ist jetzt aber nicht so gut. Das meinte ich letzte Folge. Passiert ab und zu mal, dass man so ein Gebäude rammt. Was können wir jetzt landen? Nur weil hier landen. Da ist ein Solargleiter. Alles täuscht. Gleiter in B. Alle direkt ist das. Wir uns lieber in Weiß mit da. Ah.
schlecht ist. Ja, funktioniert. In hier. Keiner was Gott erzählt. Hier nur neue Wörter lernen, aber sonst auch. Oh, haha. Vielleicht den mit dem Quest-Symbol anquatschen. Muss meinen Rang verbessern? Ja, super. Ja, das würde auch mit den Artefakten. Salz braucht noch. Oh, nix. Wir sind ja ein paar Fliegenhändler. Mal gucken. Kann er was? War er nicht, sondern ist nur im. Doch, Korvax-Gehäuse. Brauchen wir ja zwei. Braucht man die? Irgendwas anderes. Können wir die nochmal anquatschen und unseren den Geschenk machen? Eigentlich den Ruf auch erhöhen. Ist ein Problem. Okay, was war das? Ah. So. Rang erhöht. Kehre zur außerirdischen Lebensform zurück. Haben wir doch. Jetzt ist es ein anderer. Super. Das kann sich nicht entscheiden. Das da hinten scheint zu fliegen, aber ist es so ein Scheißsturm? Kann ich sehen. Dann können wir jetzt endlich hinter dem Berg. Können wir jetzt endlich unser Exo-Anzug noch ein paar. Oh, da. Jetzt kommt doch. Ach nee. Glyphen, ich habe noch kein Portal gefunden.
Also eigentlich hat man in... Portal bekommen. War das in der Mission mit 0? Das ist ja die Frage. Jetzt war ein Händler. Was hat der denn für? Herstellen. Das hat aber ein Stück machen. Ja. Ja. Und packen. Mein hat das ein bisschen aufgebracht, um das Schiff zu reparieren. Mal jetzt 2, 3 Absprungkapseln. Dann verfolgen wir die Quest mal kurz weiter. Jo. Einer der Questreihen wird man automatisch zum Fall geführt. Finden wir uns da ein Basiscomputer? Haben auch unser eigenes Portal. Warte, oder war das Ende der Atlas-Mission? Naja, in irgendeiner Mission war das. Auch nicht hier. So, nächsten. Minuten entfernt. Dann hängen wir oben. Natürlich wieder über den Orbit. Lenkung reagiert sehr spät, muss ich ja mal sagen. Ach, das ist hier. Immer nach dem Starten die Lenkung nicht so richtig. Ah, Grenzen ungenietet. Grenzen. Doch noch am besten die ganze Reihe. Sicherheit nicht, dass ich nicht irgendwas vergessen habe einzubauen. Nie wissen. Wenn ich immer im Raum stehe. Die ist wieder weiter weg. Dann können wir jetzt schon ein Stück schneller laufen. Brauchen unbedingt noch. Aber da war ja noch nicht. Ihre Apollo mit. Holoturm. Holoterminus entdeckt. Auf einem anderen Planeten. Er schickt einen von Planet zu Planet.
Das ist schon wieder. Oh, da ist kein Gebäude. Langsamer werden. So. Mal landen wir im Raumschiff. Könnten ruhig alle an einem Fleck stehen. Aber naja, wir haben so dadurch echt gut Sachen noch. Es ist auf einem Planeten so viel zu bekommen. Scheint mir auch. Komm. 13 Wegpunkte. Ja, 5 oder so. Immerhin geht das recht fix von A nach B jetzt. Oder das Landen dauert immer. Rendert die Umgebung auch sehr, sehr spät. Also die grobe Umgebung ist ja immer da, aber man Gebäude erkennt. Und noch 2, 4, 6 Stück. Haben wir noch, brauchen wir die. Dann kümmern wir uns um die anderen Sachen. Hier wäre halt noch der Bereich schön. Ich weiß, es geht auch weiter unten. Wenn ich alle machen. Man hat erstmal ein bisschen Platz. Das Wichtigste ist ja nun mal Technologieabteilung. Ah, Berg. Raumstation sehen wir von hier. Gucken also. Nein, ist das der einzige Planet, den wir dann vollständig erkundet haben. Uns eigentlich die Ressourcen dafür. Wollte ich schon platt machen. Meteoriten im All gibt es auch. Nicht geben. Bis zum ungefähr also oben die ganzen Upgrades. Unten in der Frachtabteilung sollte man so, dass man die Ressourcen
10.000er Stapel mit dabei haben kann. Wenn man irgendwas bauen möchte, reparieren muss. Wenn man durch schwarzes Loch fliegt und Teil der Ausrüstung im Raumschiff beschädigt wird. Oder wenn man in eine andere Galaxie reist. Ach, dann sollte man das mit einem gar keine Ausrüstung hat. Weil die wird dann beschädigt. Man es immerhin reparieren, wenn man ein paar Ressourcen dabei hat. Lande. Hat auch eher was von dem Telekommunikationsraum auf Gebäuden. Handyempfang. Ah, warte, noch kein. Da steht ein Gebäude, das war noch nicht. Hinter unserem Schiff. Einmal im Kreis. 3% nur noch dazu. Treibstoff. Das ist doch ein Holo-Terminus. Wieso können wir den nicht benutzen? Will mich ja verarschen. Wir müssen ernsthaft den auf dem anderen Planeten nehmen? Warum? Hier steht doch einer. Ah, Holo-Terminus. Ah. Barsche. Das will ich jetzt aber genau wissen. Dann brauchen wir nur einmal hochklettern, können dann runterspringen. Uns ja auch einfach den anzeigen können, wenn der hier sowieso auf dem hinten ist. Ja, super. Nicht auf den anderen. Unärgerlich, ich habe durch Zufall einen gefunden. Das müssen wir trotzdem zu einem anderen. Nichts anderes als eine Telefonzelle sind. Hätte er uns auch mit dem telefonieren lassen können. Ach, das ist nur ein Felsen. Ich gedacht, da steht ein größeres Gebäude. Ja, zu erkennen im Dunkeln. Dann. Ich glaube, die Pflanze da. Haben wir gar nicht als Pflanze zu hinstellen in unsere Basis.
weil wir uns alles freigeschaltet haben. Ach, kann so gut wie jeder ich in seine Basis bauen. Zwei noch. Also eigentlich drei. Das ist schon wieder ein Gebäude. Also dann hätte ich das Jahr. Gar nicht, ob es ein Observatorium sein. Ah ja, da war was. Jetzt zeigt der uns eine Ruine oder sowas an. Wenn wir da nicht. Sagt er. Ich hoffe es alle. Koordinaten, muss mal sehen. Ah, dann. Und die Absprungkapsel ist auch in der Richtung, also. Der Eingang von dem. Kommt irgendwas ab. Oh ja. Rasenstrahler. Cool. 2916. Zeigt uns an. Der Holo-Terminus steht jetzt nicht ernsthaft bei der. Greifen das hier an. Ja. Wir müssen hier am Ende bewaffnet. Voilà. Die Bewaffnung ist momentan für den Arsch. Müssen unbedingt noch ein paar Plätze freischalten, wo sie Drohnenwerfer einbauen. Müssen dahin. Aber wie gesagt, direkt nach dem Update, was an die Reihe hier drunter kaufen wollte, war ein Krach. Und hat auch nicht zugelassen, dass gekauft wird. Soll das jetzt wieder möglich sein, aber da die Raumschifferweiterungen in unseren Prachtbehältern liegen, kam ich da leider noch nicht zu. Weil dass wir nicht drauf gehen, hat erstmal Vorrang vor Bewaffnung. Los, oh. Was ist jetzt? Nicht landen wollen und dann in den Gebäuden landen.
Katastrophe. Wen da? Nervt er mich noch weiter? Ist jetzt eigentlich ein Gebäude weniger geworden. Eins, zwei, drei. Drei von den Farblagen. Haben wir genug Platz, um alle upgraden. Direkt hier. Weg drin. War hier so ein Gerät? Ich hab ernsthaft probiert, um die Ecke zu gucken. Baden-Monitor. Ja, hier werden wir noch gemeinsam machen. Die anderen paar werde ich dann alleine machen. Und dann werden wir uns erstmal zu dem Holo-Terminus und in die Anomalie wegen den Quests begeben. Dann müssen wir mal sehen, wo die uns dann als nächstes an. Aber die Pflanzen sehen echt gut aus, obwohl man rein könnte, die das Zeug tötet einen. Stehe ich ernsthaft vor der Tür? Nee, ich stehe in der Tür. Ist prima. Mittendrin geparkt. Habe ich eigentlich. Ah. Gut, dann haben wir Ruinen gemacht. Artemis konnten wir die Mission weitermachen. Und in der nächsten Folge machen wir Missionen beide weiter. Müssen wir sehen. Okay, dann danke ich mich erstmal fürs Zusehen. Wenn ihr Spaß hattet, nichts mehr verpassen wollt, gerne abonnieren und liken. Sonst bis zum nächsten Mal.